Nachdem am 12. April 1953 im Dresdner Filmtheater Schauburg die SG Dynamo Dresden gegründet wird, sollte es auf den Tag genau 70 Jahre später eine mehr als besondere Ehrung für den Verein geben. Bereits in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch versammelten sich mehrere tausend Anhänger unter Führung der Ultras Dynamo an verschiedenen Stellen in Dresden, um gebührend in den Geburtstag hineinzufeiern. Die in etwa 3000 Dynamo-Anhänger folgten einem offiziellen Aufruf des Vereins in Zusammenarbeit mit dem K-Block, sich um 23.30 Uhr am Elbterrassenufer zu versammeln. Somit war auch der Freund und Helfer von der Polizei vorbereitet und mit insgesamt 50 Beamten im Bereich Königsufer, Brühlsche Terrasse, Carola und der Augustusbrücke vor Ort. Um Unfälle zu vermeiden, sperrte die Staatsmacht dabei das gesamte Terrassenufer ab. Um Mitternacht sollte dann der Dresdner Nachthimmel erleuchten. Hunderte Fackeln und römische Lichter flogen am Elbufer und dem Theaterplatz umher, Dutzende Batterien und Raketen flogen quer über die Stadt. Mehrere Drohnenaufnahmen bestätigten dabei die einmalige Kulisse am Nachthimmel Dresdens. Dabei stellten die Beamten jedoch auch verbotene Feuerwerkskörper sicher. Ein Funkstreifenwagen wurde zudem im Zuge der Feierlichkeiten mit einer Flasche beworfen. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz. Auch zahlreiche Kleinstädte, die zum Dresdner Umland zählen, machten mobil und grüßten die SGD noch in der Nacht. Neben Bautzen, Zittau und Gorbitz organisierten auch die Jungs von Dresden West ein eindrucksvolles Spruchband, welches von einem Hochhaus heruntergelassen wurde. Am gestrigen Abend veranstaltete die aktive Fanszene dann zusammen mit dem Verein eine Jubiläumsfeier im sogenannten Stromwerk Dresden. Dort wurde neben netter Musik nochmals der 70. Geburtstag der SGD ausgelassen gefeiert. Wie die Ultras Dynamo bereits verkündeten, steht für das kommende Heimspiel eine große Jubiläumschoreografie an. Zunächst müssen die Sachsen jedoch ins Saarland zum FC Saarbrücken, wo auch das ein oder andere Mitbringsel erwartet wird. Wir sind jedenfalls gespannt. Für mehr solcher Videos abonniere doch einfach diesen Kanal.